zusammen. Guten Morgen, jetzt zu sagen, ist einfach nicht mehr passend, denn ich bin jetzt von der Schule nach Hause gekommen. Wir haben jetzt 20 nach 2 und ich dachte, bevor ich mich jetzt umziehe, zeige ich euch schnell mein Outfit. Dazu gehen wir jetzt mal hier vor den Spiegel. Ich muss doch gleich nochmal aufräumen, denn bei mir sieht es aus. Lichtverhältnisse sind auch nicht die besten, aber ja, das ist mein Outfit. Ich fange mal bei den Schuhen an. Ich habe hier meine neuen Chucks an, die sind in diesem dunklen Rot. Dann eine Hose von Zara. Diese Jacke, auf die ich heute in der Schule ziemlich oft angesprochen wurde, sogar von einer Lehrerin, ja. Die habe ich aus dem letzten Herbst aus der letzten Herbstkollektion von H&M. Das ist gar kein Fokus, ne? So ist, glaube ich, besser. Genau, also das ist die Jacke von H&M. Die ist auch so ein bisschen gesteppt, die ist eigentlich schön dick. Gefällt mir ganz gut. Meine roségoldene Michael Kors. Und darunter trage ich, ist eigentlich nur so eine ärmellose Bluse. Aber mit der Jacke ging das eigentlich ganz gut. Die ist in dunkelblau, die ist auch von H&M. Ja, jetzt seht ihr die Sachen nochmal besser. Meine Chucks. Die Bluse, die ist hinten was länger und ich finde das irgendwie voll cool, weil die Jacke recht kurz geschnitten ist. Die geht so bis zur Hüfte und die Bluse ist halt ein bisschen länger. Und ja, Make-up eigentlich ganz genauso wie gestern auch. Nichts Besonderes und Haare sind wie gesagt einfach nur zerzaust, weil es draußen so windig ist. Tasche habe ich auch die blaue getragen. Ich kann sie euch mal zeigen. Wo habe ich die denn jetzt hingestellt? Ach, da. Hier diese. Das ist diese dunkelblaue von Benetton. Genau. Die habe ich euch ja mal im Haul-Video gezeigt. Und ja, ich werde mich jetzt umziehen. Was steht denn heute sonst noch so an? Ja, ein bisschen Kleinigkeiten aufräumen. Pinsel waschen. Ich habe super viele Pinsel. Alle, die da liegen. Schmutzig, müssen gewaschen werden, das werde ich heute auf jeden Fall tun. Und da das Wetter so gut ist, oder das Licht heute so gut ist, werde ich vielleicht auch noch ein Video drehen. Hatte ich echt Bock drauf. Und ja, muss ich halt ausnutzen, denn auch, ich muss unbedingt ein Aufgebraucht-Video drehen. Oh, schaut mal. Richtig toll. Ja, ich musste ganz dringend ein Aufgebraucht-Video drehen, weil es hat sich bei mir so viel angesammelt. Also es wird bestimmt wieder ein XXL-Video. Oh, ich würde jetzt sagen, ich schnack nicht so weit, nicht mehr so viel. Oh Gott, meine Haare. Ich lege jetzt direkt los und wir sehen uns gleich. Also Hunger habe ich jetzt gar nicht, weil ich war mit einer Freundin in der großen Pause. Sind wir schnell in die Stadt gefahren, haben uns was beim Bäcker geholt und einen leckeren Kaffee. Ich hatte heute schon 2 Kaffee. Habe ich übrigens auch gesnappt. Folgt mir bei Snapchat und snappt mir auch. Ich würde mich mega freuen. Leute, ich habe euch doch eben noch gesagt, wie schön das Wetter ist und dass ich ein Video drehen möchte. Schaut euch das jetzt mal bitte an. Also, es hat sogar angefangen zu regnen. Also schön ist das nicht. Oh, das ist doch richtig ätzend. Was mache ich jetzt? Also das Wetter vermiest mir jetzt die Tour. Sonst kann ich kein Video machen, wenn das Licht die ganze Zeit so hin und her schwankt. Richtig dunkle Wolken aufgezogen, es ist gerade am Regnen. Hinten versucht zwar die Sonne wieder rauszukommen. Tja, da muss ich jetzt erstmal alles andere machen. Mal gucken, ob es dazu heute noch kommt. Ich werde jetzt noch ein bisschen fertig aufräumen und dann denke ich mal, werde ich meine Pinsel waschen, weil die warten schon seit ein paar Tagen auf mich und das muss jetzt mal gemacht werden. Genau. Okay, wie war das mit dem Regen? Das ist jetzt sogar am Hageln. Was ist hier los? Das Wetter spielt verrückt. Oh Mann. Ich mag nicht. Ich will Sommer haben. Ich habe mich jetzt hier etwas auf die Couch gelegt und mich auch zugekuschelt.
weil mir doch jetzt etwas kalt geworden ist und habe jetzt auch was zu essen mir gemacht, beziehungsweise das wurde mir gemacht von meiner lieben Mutti. Ja, ganz normale Weizennudeln mit der vegetarischen Bolognese aus dem DM mit Parmesan und Basilikum, also getrocknete Basilikum. Oh, ich liebe das ja so gerne oder so sehr. Könnte ich jeden Tag essen. Ich werde dazu jetzt noch ein paar YouTube-Videos anschauen. Habe gerade den Laptop angemacht. Wetter ist immer noch recht bescheiden, ziemlich bedeckt und grau, auch wenn es nicht mehr, auch wenn es jetzt in der Kamera nicht so aussieht. Hat zwar aufgehört zu regnen und zu hageln, aber es ist trotzdem sehr bedeckt. Ich bin ziemlich müde. Ich habe letzte Nacht so schlecht geschlafen, so einen Blödsinn geträumt und konnte auch erst gar nicht einschlafen. Und jetzt bin ich total geschlaucht und müde, werde jetzt trotzdem erstmal was essen und hoffe, dass ich jetzt nicht auf der Couch einschlafe. Und ja, ich habe Kohldampf. Bis gleich. Leute, ich melde mich jetzt mal wieder zurück. Ich habe eben tatsächlich auf der Couch geschlafen. Ich war so müde. Ich habe die Nudeln gegessen, habe ein, zwei Videos geguckt und bin dann knallhart eingeschlafen. Und ja, es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Ich habe jetzt nicht allzu lange geschlafen, aber ich war so müde, ich kam gar nicht mehr auf. Wetter war eh nicht gut, deswegen konnte ich heute auch kein Video drehen. Ich hoffe, morgen klappt es dann besser mit dem Wetter. Morgen werde ich auf jeden Fall das Video machen. Und Pinsel habe ich auch noch nicht gewaschen. ich habe mich dafür aber jetzt umgezogen, denn ich werde jetzt zum Sport fahren. Momentan habe ich noch meine Jeanshose an, aber ich habe jetzt meine Sporthose mitgenommen. Ja, ich habe meine knallpinken Tears an, ein Sporttop von H&M und meine Nike Trainingsjacke, aber die habe ich jetzt nur so an. Ich ziehe gleich noch meine Lederjacke an. Habe einen strengen Zopf, Pferdeschwanz gemacht. Das mag ich eigentlich am liebsten beim Sport, weil dann stören die Haare einfach nicht und keine Ahnung, ich sehe zwar irgendwie ein bisschen doof aus, aber ist ja nur Mittel zum Zweck so gesehen. Ja. Ich fahre jetzt los. Heute ist Beintag dran. Oh, ich liebe Beine zu trainieren. Okay, Bauch mache ich auch. Und ja, dann bis nachher. Ich werde jetzt viel Spaß haben und ich hoffe, wenn du heute noch keinen Sport gemacht hast, dann wird es jetzt auf jeden Fall Zeit. Tu es auch. Man fühlt sich danach immer total fertig an. Man hat vielleicht sogar Muskelkater oder so. Aber für mich persönlich ist es immer so ein gutes Gefühl. Ich gehe total gerne zum Sport, zweimal in der Woche. Und am Montag war ich und da habe ich Arme und Rücken, Brust so ein bisschen trainiert. Da habe ich jetzt erst wieder angefangen. Und heute, wie gesagt, Bauch und Beine. Los geht's! Ich bin jetzt wieder zurück vom Fitness, war knapp 2 Stunden da gewesen und habe jetzt schon geduscht und mich abgeschminkt und eingecremt und bla bla bla. Und jetzt habe ich mich auf die Couch gelegt und schon auch ein paar YouTube-Videos. Und esse dabei noch einen kleinen Salat. Der ist mit getrockneten Tomaten, Mozzarella und Balsamico-Dressing. Ich bin ja eigentlich nicht so der Balsamico-Dressing-Liebhaber. Aber ich dachte, ich probiere das mal aus. Hier ist auch Rucola drin und all so ein Kram, was ich eigentlich nicht so gerne esse. Auch getrocknete Tomaten ist nicht so meins. Aber ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Man muss halt immer wieder was Neues ausprobieren, bevor man sagt, das mag ich nicht. Und ja, ich würde mich an dieser Stelle für heute auch schon verabschieden, denn ich gehe, nachdem ich den Salat gegessen habe, auch ins Bett. Obwohl wir gerade, ich schau mal, 20 nach 9 haben. Aber ich muss morgen ziemlich früh aufstehen. So 4:15, ja. Deswegen habe ich nicht mehr viel Zeit, um lange zu schlafen. Deswegen werde ich jetzt rasch aufessen, mich dann ins Bett legen und schlafen. Bis dann! Ich bin seit kurzem erst zu Hause von der Arbeit. Es war ein langer Tag. Wir haben auch jetzt schon 17 Uhr. Ich bin ungefähr ja, knapp eine Stunde daheim. Noch nicht mal ganz. Habe mich umgezogen. Erstmal was Bequemes angezogen. Und bin jetzt gerade am Essen, beziehungsweise ich habe eben schon die Reste von gestern gegessen. Diese Nudeln mit der vegetarischen Bolognese aus dem DM, die übrigens so super lecker ist. Auch falls ihr keine Vegetarier seid, müsst ihr das unbedingt ausprobieren. Das ist echt sehr lecker. Aber da mir das nicht gereicht hat,
Habe ich mir gerade noch eine Kleinigkeit gemacht. Nichts Besonderes, ich kann es euch gerne mal zeigen. Und zwar einmal Tomate Mozzarella mit Kräuter, Salz, Pfeffer und Olivenöl, da ich keine Balsamico-Creme mehr da hatte, deswegen nur mit Olivenöl. Und als Nachtisch eine Orange und etwas Apfelsaft. Oh, ich liebe Apfelsaft, gibt nichts Besseres. Ja, das werde ich jetzt noch essen und chill mich noch ein bisschen auf die Couch. So. Und schaue da ein bisschen auf YouTube weiter und dann mal schauen, was der Tag so bringt. Ich habe jetzt weiter nichts geplant. Vielleicht bleibe ich auch da einfach nur weiter liegen und mache gar nichts mehr. Das werden wir dann sehen. Und ja, guten Appetit. Hi Leute, ich melde mich jetzt mal zurück. Wir haben heute Samstag, den 15., nee, den 13. Februar. Ich habe gestern nicht mehr weitergefilmt, weil ich einfach so müde war und ja, habe nichts mehr gemacht, außer geschlafen. Und heute war ich den ganzen Tag arbeiten, bin sehr spät nach Hause gekommen und habe mich danach auf die Couch gelegt und bin eingeschlafen. Ich habe anderthalb Stunden Mittagsschläfchen gemacht. Ich war so müde und fix und fertig und ja, jetzt war ich gerade duschen, meine Haare sind noch nass. Und werde mich gleich fertig machen. Meine Freundin kommt gleich zu mir. Dann machen wir uns gemeinsam fertig und dann fahren wir feiern. Ich freue mich so. Mit ihr macht es immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, heute geht es auch ein Stück weiter weg. Wir fahren in die Ecke Dortmund und ich freue mich schon sehr. Und ja, ich guck mal, wie weit ich euch mitnehmen kann. Ich werde da mit dem Handy wahrscheinlich ein paar Szenen filmen. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Was macht ihr gerne Samstagabends? Macht ihr eher was Ruhiges mit ein paar Freunden oder bleibt ihr generell zu Hause? Oder geht ihr auch gerne mal feiern, so wie ich? Ja, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr freuen und ja, wir sehen uns dann. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich bin so müde, ich bin so fertig, deswegen steht auch ein bisschen leiser. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Sieht man das? Wir haben 6.06 Uhr. Wahnsinn. Wir haben jetzt den 14. Februar, das heißt, wir haben Valentinstag. Ja, Happy Valentine, euch Süßen. Ich bin so müde, ich werde mich jetzt noch abschminken. Ich habe mich heute ein bisschen dunkler geschminkt. Ein bisschen Smoky Eyes, falsche Wimpern. Die eine hier fällt mir schon fast ab. Ich hatte auch dunkle rote Lippen, aber davon ist nichts mehr drauf. Ich kann euch ja schnell mein Outfit zeigen, was ich mir heute zum Feiern angezogen habe. Ist jetzt nichts, oh, nichts Besonderes. Aber mich interessiert das ja einige von euch. Augenblick. Ich muss erstmal hier zurechtkommen mit meiner Handhabung. Kann man das sehen? Okay, ich habe hier schon meine Hauspuschen an. Aber ich habe so eine Jeanshose angezogen mit einer schwarzen Bluse. Nichts Besonderes an sich. Und das ist meine Handtasche. Meine Klatsch, die habe ich euch ja im Haul gezeigt. Finde ich ganz cool, so als Eyecatcher. Handtasche ist von Heilhuber. Die Bluse ist von Primark. Die Hose ist von Calvin Klein und Schuhe habe ich diese hier angehabt. Ich war heute so viel am Tanzen. Ich habe richtige Blasen getanzt. Also ich hatte diese Schuhe an, diese Mörderhacken, die sind von Just Fab. Und oh, ich liebe die. Die habe ich angehabt und ja, das war mein Outfit. Ich werde jetzt, wie gesagt, mich abschminken und mich dann direkt ins Bett legen und schlafen. So wie ich mich kenne, werde ich nicht lange schlafen können. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer wenn ich feiern war, bin ich so nach 2, 3 Stunden wieder wach und nichts mit ausschlafen.
Obwohl ich es gerne würde, weil ich in letzter Zeit immer Frühschicht hatte. Dann muss ich immer um 5 Uhr aufstehen und dann war es das. Aber heute nach der Arbeit habe ich auch ein Nickerchen gemacht, deswegen habe ich mich gar nicht gemeldet. Aber das habe ich euch ja schon alles erzählt. So, ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Hi Leute, wir haben heute Sonntag, den 14. Februar. Wir haben Valentinstag, aber ich glaube, das habe ich heute Morgen euch schon gesagt. Wir haben jetzt schon kurz vor 6 Uhr und ich habe die ganze Zeit ja, im Bett gelegen, habe ein bisschen versucht zu schlafen. Dann war ich die ganze Zeit mit meinem Neffen am Spielen, der ist nämlich bei mir. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Besuch bekommen und ich sehe richtig fertig aus. Die Partynacht gestern war einfach der Knaller. Das war einfach mega gut. Und ich werde definitiv wieder dorthin fahren. Demnächst. Mal gucken, vielleicht, wie es es zeitlich zulässt, wann ich es wieder schaffe. Ich habe jetzt eigentlich nicht mehr viel gemacht. Ich muss noch ein bisschen lernen. Für morgen habe ich nämlich Berufsschule und da schreiben wir eine Klausur, die es echt in sich haben wird. Und ich habe gerade ein Video geschnitten und versuche das abzuspeichern, aber irgendwie zeigt er mir die ganze Zeit an, dass ich nicht genügend freien Speicher habe. Und das regt mich etwas auf. Und ja, ich werde heute jetzt nichts mehr Besonderes machen. Ich versuche das Video jetzt noch hochzuladen und ja, noch weiter zu lernen. Und dann gehe ich auch zeitig schlafen, damit ich morgen fit bin. Ich hoffe, euch hat dieses Format von Video Follow Me Around meine Woche gefallen. Verbesserungsvorschläge bitte gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Vielleicht filme ich ja dann nochmal eine Woche, mal schauen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.